Moin Leute, was geht ab? Design am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Red Dead Online hat aktuell einige kleinere Probleme. Aber dieses Problem, was wir heute angehen, ist eigentlich kein kleines Problem, sondern eher ein Riesenproblem. Und deswegen möchte ich mit dem heutigen Video ein wenig Aufklärung betreiben. Denn dieses Thema wird in der letzten Zeit sehr häufig in den ganzen Red Dead Communities angesprochen. Und da dort sehr viele Leute nicht wissen, was Sache ist, möchte ich ganz einfach mal ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Ist euch vielleicht schon irgendetwas Komisches während dieses Videos aufgefallen? Wenn nicht, liegt's vielleicht an der Musik. Also hier einmal die passende Musik. Und jetzt schaut mal ganz genau hin. Na, immer noch nichts aufgefallen? Vielleicht in diesem Clip. Und jetzt besser? Oder immer noch nicht? Dann vielleicht mit diesem Clip. Na gut, wenn es euch immer noch nicht aufgefallen ist, dann löse ich jetzt das Ganze einmal auf. Und zwar mit dieser Szene hier. Dort gibt es erstmal wieder ein bisschen Wild West Musik. Dort werde ich jetzt einmal an der richtigen Stelle pausieren. Und nun, Leute, schauen wir uns die ganze Location hier einmal an. Beziehungsweise wir begutachten einmal die Minimap. Ganz oben auf der Minimap sehen wir hier einen Spieler. Dieser befindet sich nämlich genau dort. Der andere Spieler hier auf der Minimap befindet sich dort. Aber diesen Kollegen hier können wir auf der Karte nicht sehen. Denn dieser müsste sich ungefähr hier befinden. Aber wie ihr sehen könnt, kein Spieler auf der Minimap. Somit, Leute, ist dieser hier off-Radar. Und wir schauen uns einmal an, was dieser jetzt mit mir macht. Wie soll es auch anders sein? Ich kassiere hier direkt einige saubere Schüsse und mein Kumpel Antonio hier hat mich einfach mal weggeholt. Naja, kein Problem, mein Lieber. Off-Radar geht klar. Ich werde euch jetzt mit diesem Video diese Problematik in Red Dead Online etwas näher bringen, also dieses riesen Off-Radar-Problem, und zusätzlich werde ich euch noch einige Kontermethoden zeigen, mit welchen ihr euch zu Wehr setzen könnt oder diese Situation einfach ein wenig entkräften könnt. An dieser Stelle sei erstmal gesagt, ich wurde hier wahrscheinlich angegriffen, weil ich für die Gegner bzw. für diese Spieler dort rot markiert war, weil ich mich gerade in einer Mission befunden habe. Somit haben die es auch genutzt und mich gleich abgeknallt, denn ich war ja rot markiert. Was soll's? Im Normalfall könnt ihr verhandeln und dann seid ihr das Problem eigentlich schon los. Es sei denn, ihr befindet euch gerade in einer Mission oder ihr befindet euch in einer Aufnahme, so wie ich hier. Ich wollte das Ganze ja sowieso aufnehmen, dann dachte ich mir, naja, dann begebe ich mich immer wieder mal in die Schlacht. Und dann bekommt man auch durchaus Brandschrot in die Fresse. Und wenn ich das hier an der richtigen Stelle pausiere, können wir sehen, dass wir hier noch einen Off-Radar-Spieler haben. Dann wollen wir doch mal sehen, wie dieser heißt. Ah ja, okay. Und nach meinem Respawn konnten wir hier auch das ganze Potenzial der Red Dead Online-Kriege auf einen Blick sehen. Die wundervollen Brandschrotschüsse im Hintergrund, die wundervollen Explosionen. Ach, was lieben wir das nicht alle. Und während ich hier so feuchtfröhlich durch die Gegend renne, sehe ich auch einen Off-Radar-Spieler, der gerade zu seinem Pferd geht. Anscheinend wollte er gerade mal seine Waffenkombination wechseln. Naja, dann bin ich erstmal ganz entspannt zu ihm hin und wollte mal schauen, um welchen Spieler es sich hier handelt. Also ganz einfach mal eine Ladung Schrot in die Fresse und siehe da, es handelt sich um unser Kumpel Antonio. So, bevor wir hier jetzt auf diesem Schlachtfeld weitermachen, switch mir einmal die Location und ich kläre euch erstmal ein wenig auf. Hier geht erstmal ein Dank an Akela und seine Leute raus, die mir dabei geholfen haben, hier das Ganze für euch aufzunehmen. Denn diese Spieler haben sich einmal für euch zu Demonstrationszwecken auf Radar gestellt und somit können wir das Ganze hier erstmal in aller Ruhe abklappern. Ein Off-Radar-Spieler erkennt man natürlich daran, dass dieser nicht auf der Karte angezeigt wird. Das zweite Ding ist, dass man den Namen des Spielers überm Kopf nicht sehen kann. Und der dritte entscheidende Punkt, der das Ganze hier problematisch macht, ist, dass man die Spieler nicht auto-aimen kann. Also man kann diese nicht anvisieren, man muss praktisch Free-Aim schießen. Das Ganze habe ich hier mit der PlayStation 5 aufgenommen und wenn ich die L2-Taste auf den Controller drücke, also praktisch mein Auto-Aim nutzen möchte, kann man sehen, dass das Ganze hier nicht funktioniert. Also bin ich praktisch gezwungen, Free-Aim zu spielen. Und das andere Problem, das etwas größere Problem ist, dass diese Spieler Auto-Aim haben.
Das bedeutet, die können mich ganz einfach anvisieren und anschießen, aber ich bin gezwungen, Free Aim zu spielen. Die haben 100% Aim und ich habe gar nichts. Somit wird es an der Zeit, zu den Kontermethoden zu kommen. Und das Ganze ist eigentlich recht simpel. Die erste Kontermethode ist die Fähigkeitskarte Paint it Black. Also Kreuzfeuer. Während der Teil aktiv ist, kannst du Ziele markieren. Und das Ganze machen wir uns jetzt mal zum Nutzen. Ihr könnt sehen, die ganze Offradar-Mannschaft ist hier vor mir versammelt. Und ich kann jetzt ganz einfach mein Detail aktivieren und jeden Mal eine Markierung auf die Stirn setzen. Also haben wir hier jetzt mehr oder weniger eine Möglichkeit, unsere Gegner doch noch anzuvisieren bzw. zu markieren. Und wenn ihr jetzt schießt, wie soll es auch anders sein, könnt ihr die alle wegholen. Und wenn ihr jetzt wirklich einen Ernstfall habt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eine Schrotflinte auszurüsten mit Brandschrot oder einfach mal die Dynamitpfeile und die ganzen anderen Sachen, die dazugehören. Und dann setzt ihr halt eine Markierung und benutzt die Waffen. Und die nächste Kontermethode ist es, sich defensiv zu stellen. Dafür ganz einfach einmal unter die Online-Optionen auf Spielstil gehen und dort das Ganze von offensiv auf defensiv stellen. Und sobald ihr dann defensiv seid, können die ganzen Off-Radar-Spieler euch auch nicht mehr anvisieren. Dann haben die nämlich auch ein kleines Problem. Dann sieht das Ganze meistens auch schon so aus. Hier haben wir nämlich einen Off-Radar-Spieler, welcher versucht, mich mit den Dynamitpfeilen wegzuholen. Da ich ja jetzt defensiv bin, braucht er dort eine stärkere Waffe, um mich ganz einfach zu hitten. Denn sein Auto-Aim hat er ja nicht mehr. Und der erste ging schon mal daneben, also ein... Und jetzt? Jawoll! Und da hat er mich auch. Sehr geil. Und wenn man dann auch defensiv ist, dann tun die es sich meistens auch mit der Flinte schwer. Ich hampel hier vor den Typen herum und man kann sehen, er trifft mich zwar immer wieder mal, man muss auch sagen, es gibt echt sehr gute Free-Aim-Spieler da draußen, jedoch erleide ich trotzdem weniger Schaden, weil ich defensiv bin und zusätzlich machen wir es ihnen nicht so leicht. Und wenn man dann auch die Flinte ausgerüstet hat, dann kann man ja auch mal zurückschießen. Das war übrigens die Szene, bevor der Typ mit den Dynamitpfeilen kam. Rockstar Games muss auf jeden Fall an diesem Problem arbeiten und das Ganze hier beheben, / patchen. Und da wir Rockstar Games jetzt allzu gut kennen und wissen, dass das Ganze noch wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird, gibt es jetzt nochmal abschließend die drei besten und effektivsten Kontermethoden. Methode Nummer 1 ist die Verhandlung. Habt ihr einen Spieler, der euch abknallt und ihr wollt keinen Stress mit denen, dann verhandelt doch einfach. Wenn ihr nicht verhandelt, dann heißt es doch, dass ihr Stress wollt und auch fighten wollt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch natürlich auch nochmal. Wenn ihr von einem anderen Spieler abgeknallt werdet, müsst ihr ganz einfach in der Killcam, hier unten rechts mit einem fetten Pfeil gezeigt, könnt ihr sehen, steht verhandeln. Jetzt müsst ihr ganz einfach diese Taste gedrückt halten und dann habt ihr schlussendlich verhandelt. Nach dem Respawn habt ihr jetzt 10 Minuten lang eure Ruhe. Ihr könntet also jetzt die Flucht ergreifen oder die 10 Minuten verstreichen lassen und euch wieder abknallen lassen und dann wieder verhandeln. Jedoch gibt es einige Spieler, die diese Verhandlung umgehen können und somit habt ihr dann auch wieder Stress ohne Ende. Ein Video, wo ich einen Haufen weiterer Probleme und einige Kontermethoden zeige, werde ich euch jetzt oben rechts und unten in der Videobeschreibung verlinken. Nun kommen wir zur Kontermethode Nummer 2, auch eine sehr effektive Methode. Hilft das Verhandeln nicht und ihr habt einfach weiterhin Stress in dieser Lobby, dann wechselt doch ganz einfach einmal die Lobby. Und wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich auch. Dafür ganz einfach einmal die Optionstaste drücken oder die Escape-Taste. Dann scrollt ihr einfach einmal runter auf Online und nun könnt ihr auf der nächsten Seite einen Spawnpunkt aussuchen. Drückt ihr auf Free Room, landet ihr in einer neuen Lobby an derselben Location. Drückt ihr auf Lager, landet ihr in eurem Lager. Nach einer kurzen Ladesequenz werdet ihr dann sehen, seid ihr bei euch im Lager gespawnt. Und wenn das alles nicht hilft, dann hilft nur noch eins, die ultimative und beste Kontermethode überhaupt. Und das ist einfach mal die Konsole ausschalten oder den Rechner ausschalten und erstmal entspannen. So Leute, ich hoffe doch, ich konnte jetzt die ein oder andere Frage beantworten, euch ein wenig informieren und unterhalten. Und wenn es so war, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, die Sign.